Und hier ist er wieder, The Void Doctor, mit dem Let's Play von Summon Night 2. Wir waren zuletzt mitten in einer Zwischensequenz. Also gut. Wir sind in dieser komischen Fabrik nach unten gestürzt, nach dem Kampf gegen einen Endboss. Na gut, einen Boss. Und die beiden sind plötzlich aufgetaucht, um uns voll zu labern, und wir wundern uns jetzt, warum die hier sind. Haben die es geschafft, unseren Teleporter-Roboter zu überzeugen, sie herzuteleportieren, oder was? Na, schauen wir uns das an. Yep, genau. Nur Bruno kann uns hierher transferieren. Xerida, das ist dieses andere Robotviech. Ob er uns rüber teleportieren könnte? Gefragt. Aha. Aha. Interessant. Toll. Die Roboter haben anscheinend hier ihr eigenes Abenteuer. Die haben wieder mal ihre Beziehungsgespräch hier. Ah, und Ariel will nur, sie ist Take It Easy Team tun. Genau, Take It Easy. Genau, und jetzt fragt sie nochmal, warum zum Teufel sie hier sind, weil sie die Frage noch nicht beantwortet haben. Was passiert ist? Kam hier, um nach ihnen zu suchen. Ja? Genau, ja, haben die erwartet, dass ich alle 5 Minuten zu Minuten zurückrenne, um ihnen Bescheid zu sagen, oder was? Ach so, genau, und Bruno hat gemerkt, dass wir uns nicht bewegen, weil wir hier für ein paar Sekunden oder so rumlagen, halb bewusstlos. Ja, und sie regt sich deswegen furchtbar auf. Und sie beschreibt nochmal genau, was passiert ist. Der Boden zusammengebrochen ist, nachdem wir einen Roboter auseinandergenommen haben. Ah ja. Danke. Ah, ist nicht so schlimm. Oh, don't worry about it. No. Ah, vielen Dank, dass ihr extra in diesen gefährlichen Platz runtergestiegen seid, nur um uns zu helfen. Ja, es war wirklich sehr einfach. Aus irgendeinem Grund haben uns die Roboter alle ignoriert. Ich wusste, dass ihr davon gelaufen wart. Ah, sie meinte ihn, genau. Ah, don't say that. Beruhigt euch. Mir geht's viel besser. Und wie geht's dir, Deiner? Ja, ich bin ein bisschen müde. Ja, genau. Just leave the rest to us. Das macht irgendwie die ganze Begegnung überflüssig. Die sind zwar aufgetaucht und haben mit uns gequatscht, aber sie haben uns nicht geholfen. Und es sieht auch nicht so aus, als würden sie uns helfen. Wir stehen uns eigentlich nur im Weg rum. Spiel, warum machst du das? Das Einzige, was wir jetzt erfahren, ist, dass die Mechanoiden Xerida und Bruno anscheinend was miteinander haben. Und das ist eigentlich too much information. Und jetzt gehen sie tatsächlich wieder zurück. Jetzt haben sie sich selbst noch überflüssiger gemacht. Ja, sie geben es sogar zu. Ja, haut bloß ab. Na, braucht ihr meine Hilfe, um zurückzugehen? Nein, braucht ihr nicht mal. Nicht mal das braucht ihr. Wir können auch alleine verschwinden und das Spiel weitergehen lassen. Und ich... Ja, das will ich auch hoffen. Oder sollen wir dich da per zurückbringen? Ach ja, und sie macht sich auch noch Sorgen über die Deppen. Na genau, ich hoffe wirklich, ihr überlebt. Wirklich, das hoffe ich. Bis später. Viel Glück. Wow. Wow. Das war einmal das Nutzloseste, was ich je gehört habe. Was können wir hier machen? Wenn wir uns nur den Transformer ansehen. Damit können wir auch nichts machen. Gut. Mit der Plattform... Das ist wie mit diesem Borgel. Den kann man sich anscheinend auch nur angucken. Hier ist nicht viel los. Gehen wir mal hier lang. So, dann gehen wir mal links ran. Oh, das ist verschlossen. Na gut. Halt, Moment. Oh, vielen Dank. Jetzt müssen wir erstmal Mutanten verknüppeln. Na, dafür haben wir unsere Axt. Wir machen so viel Schaden, dass das relativ zügig vorbeigeht. Genau, und jetzt noch eine Doppelkombo hinterher. So, erledigt. Minimalzeit.
Egal. Dann suchen wir einen Schalter oder so etwas. Dann gehen wir mal nach rechts. Und... herrje. Okay. Genau die gleiche Gegnerkonstruktion. Zwei Langs hier. Zwei kleine Krabbler und ein großer Krabbler. Hey, komm wieder zurück. Oh, verdammt. Also Probleme mit R-Taste herum experimentieren, um irgendwas auszuwählen. Da kann man nicht blocken. Gleichzeitig. Okay, hier haben wir zwei offene Türen. Gucken wir mal, wo es hier angeht. Oh, hier geht's nach unten. Nach B4. Hier sind wir in B3. Oh, genau, das geht nach oben. Und hier ist... eine Heilboje. Och, unsere Freunde, die Schweineroboter. Ich frag mich, wer die Dinger designt hat. Das muss jemand sein, der mindestens so verrückt ist wie Dr. Wily. So, ohne Finesse. Plattwalzen. Okay, gut. Jetzt können wir uns hier heilen. Ah ja, genau, und hier sind wir runtergefallen. Oh, na gut. Eine bunte Mischung, ne? Aber nicht wirklich bedrohlich ab diesem Zeitpunkt. Das Einzige, was sie zu diesem Zeitpunkt noch machen, ist mir Geld und Erfahrungspunkte geben und Zeit verschwenden. So. Und Ariel ist Level 20. Diesmal haben wir auch wieder nur einen Punkt zu verteilen. Okay. Jetzt haben wir so viele Punkte in Agilität gesteckt. Ich sag mal dafür, dass die Angriffskraft auch noch hinterher kommt. Ist das ein Speicherpunkt? Nein. Na gut, wir haben noch unsere Diaries. Und schon... oh, ho. Diesmal ist es mehr als einer. Na gut, schicken wir mal meinen Tornado hierher. Gut, der hat nicht so gut gewirkt, aber immerhin. Gut. Das ist immer ein Problem, wenn die Magie aufgebraucht ist. Eigentlich sollten wir uns jetzt bald auf den Rückweg machen, aber hey. Oh wow, ey. Na, wenigstens sind es diesmal die harmlosere Variante. Eigentlich nur dazu da, mehr Erfahrungspunkte zu besorgen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Metallschrott angesammelt. Und dein Erfolg ist auch auf das 20. Level. Und jetzt gehen wir mal nach unten, bevor hier der Weg durch die ganzen Schrotthaufen, die wir erzeugen, versperrt ist. Okay, und weiter geht's. Gehen wir durch diese Tür hier durch. Die ist wenigstens offen. Die führt nach unten. Okay, Vorsicht hier. So, diese eine Tür, die sich nicht öffnen lässt, ist mir keine Ruhe. Aber ich muss sowieso später nochmal abbrechen und hier verschwinden. Oh, einer der Gegner hat die Flucht angetreten. Also was passiert wohl, wenn man zu stark ist? Das ist eine angenehme Überraschung. Zumindest sind die Gegner nicht so selbstmörderisch, wie man das manchmal sieht. Ach, gehen wir mal einfach. Okay, nee, da sind wir leider nicht gut genug. Oh, wow. Okay, das war ja mal eine dumme Idee. Gehen wir mal hier lang. Ach, nee, Mist, da waren wir wohl nicht schlau genug hierfür. Für die Dinge braucht man einen Hammer. Okay, das könnte eine Weile dauern. Und jetzt sind wir... hier. Oh. Gut. Oh, ein Schweineroboter. Diesmal. Hier. Diesmal kannst du nicht davon laufen. Diesmal erledigen wir dich. Ja. Die kommen nicht mehr dazu, sich zu verteidigen. Und wie man sieht, mangelnde Agilität macht eigentlich so viel, wenn man daran denkt, die ganze Zeit herumzuhüpfen.
wie ein Känguru. So. Und da sind wir wieder. Dann zerstören wir die Dinger hier und kriegen noch mehr Erz. Dann können wir eine Menge experimentieren daher. Und noch so ein Dings da. Gut. Sehr gut, sage ich dann nur. Gut, dann gucken wir mal, ob wir jetzt nach da kommen. Jetzt greifen wir wieder mit Magie an. Und einer ist schon ausgefallen hier. Der hat die Hälfte verloren seiner Kraft. Gut, den haben wir ausgeschaltet. Wenn wir so ein paar Level einen Unterschied machen können. Und wir kriegen immer noch so viel nachgeworfen. Das heißt, wir sind für das Spiel eigentlich noch untergelevelt. Da das schließlich, wie wir wissen, weitergehen kann. Ich meine, wenn man zu hohes Level hat, erreicht man ja schließlich den Punkt, wo man kaum noch Erfahrungspunkte kriegt, und wir sind anscheinend noch weit davon entfernt. Ach, kommt her, ihr Kleinen. Ich frag mich, ob es hier irgendwo in der Fabrik einen Ort gibt, wo die Dinger gebaut werden. Oder ob wir die einfach immer noch weiter dezimieren, bis die Fabrik keine mehr hat. Ich meine, ich weiß nicht, wo die Fabrik steht, aber irgendwann hätte jemand wahrscheinlich eine gemeine Überraschung erlebt, wenn all diese Roboter da rausgekommen wären. Okay. Jetzt sind wir hier und gibt jetzt neue Sachen zu zertrümmern. Die Dinger sind auch wichtig. Und wir haben bald so viel Erz, dass wir nach Belieben experimentieren, upgraden können. Und das ist auch wieder eine dieser Medaillen. Ich will gar nicht wissen, wie das Ding hier gelandet ist. Ich schwinge jetzt erstmal meine Axt, dass hier der Weg frei ist. Ich weiß ja, dass ich zur Not diesen einen Zauber anwenden kann von meiner Unterstützungspartnerin, um hier abzuhauen. Also kann ich jetzt ein bisschen rücksichtsloser agieren als vorher. Okay, hauen wir das offen. Oh ja, wow, ey. Das Zeug in den Kisten war viel wertvoller als das in der Schatztruhe. Nee, halt. Hau drauf. Hau drauf. So, erledigt. Und wieder zurück. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns langsam in die richtige Richtung vorkämpfen. Das scheinen wir sonst alles geschafft zu haben. Los, komm, Schweinebotter. Hör auf zu schnauben. Ah, er hat es endlich mal geschafft, dank dem Opfer seiner kleinen Helfer das Feuer zu öffnen. Aber gebracht hat es nichts. Ohnehin schon so viele wahnsinnig viele Trefferpunkte, dass die meisten Gegner mir nicht nur in ihren schweren Linien irgendwas anhaben können. Gehen wir zurück. Ah ja, das könnte interessant werden hier. Versuchen wir mal hier den Weg zu finden. Gut. Oh, oh. Ha, getroffen. Ha. Gut. Das hätte sonst einen Ärger verursachen können. Okay, da müssen wir noch irgendwie hin. Das zu schaffen müssen wir. Mal umschalten. Und gucken mal. Und fast. Wollen wir eben die Monster erwarten? Entschuldigung, ich meinte, die Roboter warten direkt vor uns hier. Bald gibt meine Lieblingswaffe den Geist auf. Das brauche ich eigentlich nicht. Irgendwie mal stattdessen das Schwert. Schneller und fast genauso viel Schaden. Nehme ich jetzt das Schwert eine Zeit lang. Oh gut, ich kann mich hier auffrischen. Wandere ich mal zurück und versuche da noch Zerstörung anzurichten. Gut, dann nehme ich mal das Schwert hier. Hau euch platt, ihr kleine Viecherchen. Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger. Ich bin nur noch schnell genug, dass die nicht zum Angriff kommen. Na gut, dass die nicht die Gelegenheit kriegen, mich so zu stunlocken.
wird mich nämlich schneller umpusten. So. So. Mir war übrigens aufgefallen, dass wir immer noch jetzt zu diesem späten Zeiten mehr Trefferpunkte haben als eine Vielzahl der Bosse in diesem Spiel. Wahrscheinlich auch nicht gerade ein Zeichen, dass das hier schwierig ist oder so. Und, oh, wow, wow. Jetzt haben wir uns direkt an den Anfang zurückbefördert. Okay, das ist schlimm. Aber dafür gibt es ja natürlich die Eben-Magie. Ich spiele mal vor, bis ich wieder an demselben Punkt angekommen bin. Okay, da sind wir wieder. Inzwischen bin ich auch aufgestuft worden. Weil wir so viele Run-Ins mit verschiedenen Maschinen hatten. Und da auch einen seltsamen gelben Wicht. Hatte ich leider die Kamera aus. Und natürlich, jetzt wo die Kamera an ist, sind wir ihn nicht mehr im Weg, oder werden wir ihn wahrscheinlich nicht mehr im Weg laufen. Jetzt sind wir hier unten und können den Weg fortsetzen. Jetzt nochmal heilen. Und hier den Weg freibohren. Gehen wir mal rein. Was haben wir hier? Oh, Zwischensequenzzeit schon wieder. Dieses Gefühl in meiner Brust. So heiß! Was? Hey, pass auf, was hast du plötzlich angefangen, Shakespeare zu lesen? Was ist dieses Gefühl? Oh, wir haben das Schwert tatsächlich gefunden. Oh, die Dämonenklinge? Jetzt muss ich mich mal kneifen. Ich dachte, jetzt hätten wir noch drei bizarre Dungeons hinter uns bringen müssen. Hm, sieht beeindruckend aus. Aber sieht nicht so aus, als hätten es irgendwelche Spezialkräfte. Naja gut, es fliegt mitten in der Luft. Aber das könnte auch eine andere Maschine sein. That's not special. Naja, vielleicht ein bisschen. Na gut, jetzt werde ich es mir nehmen. Das ist ein bisschen leichter, als ich gedacht hätte. Dämonenklinge, Jinrai. Jinrai-Klinge bekommen. Jinrai. Wusstest du das schon längst? Nee, ich weiß es nicht, aber jetzt weiß ich's. Dieses Schwert heißt Jinrai. Sicherlich ist das die Dämonenklinge selbst. Ja, das hoffe ich. Und was meinst du damit? Eben hat sie noch so getan, als wüsste du das. Ah, ja, ach, Mann. Es ist wirklich so, als wären die Schreiber irgendwann müde geworden. Zwei Drittel durch das Spiel oder so. Ich weiß nicht. Aber ich fühle es. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Was ist das?